Ja, mein Name ist Hans-Dietrich Sasse. Ich spiele seit meinem 10. Lebensjahr Hockey und habe das Glück gehabt, an zwei Olympischen Spielen teilzunehmen, also 64 in Tokio und 68 in Mexiko, und habe meinen Sport auch bis ins hohe Alter noch betrieben. Ja, wir haben seit 1966 erstmalig Gesichtsmasken getragen als Schutz gegen diese doch recht harten und scharfen Hockeybälle. Bis dahin haben wir also ohne jeglichen Schutz dann im Tor gestanden und die Einschläge hatten bleibende Erinnerung. Aber das war das erste Mal, wo wir uns dann auch selber ein bisschen geschützt haben. Ich habe also 1977 eine zweite Maske bekommen. Und dann war diese Originalmaske, die erste, dann überfällig. Und ich habe es dem Sportmuseum gern gegeben, weil es eben ein Unikat war. Und damals war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich zwei Masken habe, dass ich dann eine dem Sportmuseum übergebe. Ja, also ich halte Sport für ein besonderes Kulturgut. Man sagt ja auch Körperkultur und Sport. Ich habe auch nach wie vor eine gute Verbindung zum Sport und auch weitere Objekte zur Verfügung gestellt, um also diese Entwicklung und die Werte des Sports auch darzustellen.